Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum Großen Preis von Belgien. Nico Rosberg wird seine Glückssträhne aus dem Qualifying fortsetzen wollen. Er startet das Rennen von der Pole und hat gesagt, dass er davon ausgeht, als Erster die karierte Flagge zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie gegen ihn wetten würde. Manchmal sind die Fahrer an einem Tag zufrieden mit dem Auto, aber eine Veränderung der äußeren Umstände machen es am nächsten Tag unmöglich zu handhaben. Die Streckentemperatur, zusätzliche Reifenabnutzung oder auch nur das Selbstvertrauen des Fahrers haben Einfluss auf die Performance. Er wird also definitiv hoffen, dass das Auto sich heute genauso fährt wie im Qualifying. Die Nachricht, dass Danny Quert nach nur einer Saison von Toro Rosso zu Red Bull gewechselt ist, war für viele eine Überraschung. So oder so steht er weiter im Rampenlicht. Was glaubst du denn, wie er sich schlägt? Es entsteht zusätzlicher Druck, wenn man im Rampenlicht eines Hauptteams steht. Ricardo ging letztes Jahr hervorragend damit um, aber für Quert ist es nicht so einfach. Er hat Probleme, dieses Jahr richtig mit seinem Wagen umzugehen. Mir kam das jetzt einfach ewig vor, diese Einführung, die Erwartungen sind hoch, vielleicht auch der Druck, unser bestes Qualifying-Ergebnis und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Belgien. Tja, wir stehen auf Platz 5, das bisherige Rennwochenende war wunderbar und das Wetter ist bisher auch noch so geblieben, wirklich wolkenlos, feinster Sonnenschein, aber wir haben keine Temperaturanzeige bekommen, vielleicht wäre es jetzt nochmal eine Ecke wärmer. Auf jeden Fall, wir stehen auf Platz 5, haben noch zwei frische weiche Reifen und zwei frischere härtere Reifen, das ist soweit klar, er schlägt uns zwei Stops vor, wir fahren hier plus 22 Runden, weil eben längste Strecke im Kalender. Ich hab's angesprochen, vielleicht hier ein besonders hoher Druck in Spa. Ich fühle mich hier wohl, der Wagen lässt sich hier sehr gut steuern und wir stehen auf Platz 5 und wir müssen mal Punkte holen und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in Monza. Nein, wir fangen hier schon an. So, ich trinke noch was und dann geht's auch schon los. Ich will endlich Druck abbauen und vielleicht lassen wir Rosberg auch den Sieg, aber das ist schon wieder viel zu hoch gegriffen. Darauf bin ich jetzt bloß zu sprechen gekommen, weil der Herr Römer was mit Wetten und Rosberg meint, dass er da als Erster über die Ziellinie fährt und so, ne? Darauf bin ich nur gekommen. Also, könnten wir Reifen wechseln? Nö. Will ich auch gar nicht. Also, 5. Platz. Ich erwarte Punkte. Ich erwarte heute Punkte, sage ich mal. Wie gesagt, in Q3 waren die Fahrer, die bisher alle ziemlich viele Punkte geholt haben und auch ziemlich gut sind. Also viel Spaß euch und viel Erfolg uns. So, der Start, der war letztes Jahr mal gar nicht übel. Bisher war er auch nicht schlecht. Gut, bis zur ersten Kurve ist es nicht weit. Aber wir wurden angeschoben. Das hat man deutlich gehört. Neben der Ideallinie, was ich erstmal machen werde, ist die Bremsbalance nach hinten verstellen. Anfang Sprit raushauen. Gut, ein Vettel werden wir nicht lange hinter uns halten, aber ich schaue erstmal Sprit raus, damit fühle ich mich wohler. Wir sind sogar jetzt Vierter. Weil es eben da ein Getümmel gab in der ersten Kurve. Vettel jetzt mit Windschatten. Und wir fahren mit einem schweren Wagen, nicht vergessen. Und wir fahren vielleicht eben das Rennen der Saison. Also Vettel, tja, ich werde mich um jeden Platz duellieren. Aber wie gesagt, das könnte uns eben auch was kosten, aber was soll es uns kosten? Die da vorne nehme ich mal nicht an, dass wir die einholen, deswegen können wir nach vorne eigentlich gar nicht verlieren. Dann kommen vielleicht die hinten weiter ran. Aber solange ich Leute hinter mir halten kann, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Ah, zu weit raus. Da konnte ich den Schwung mal wieder nicht mitnehmen. Nach der ersten Runde sieht der Abstand nach vorne gar nicht mal so übel aus. Und da war wieder das Kies. Wenn man da zu viel mitnimmt und generell zu weit nach außen kommt, dann ist da die Bande. Und die ist gar nicht so weit weg. Die konnten sich ja bisher noch nicht wirklich absetzen, die drei. Raikön und die beiden Mercedes.
Vettel ist aber weiter dran. Würde mich auch alles andere eben wundern. Ich frage gleich mal nach dem Wetterbericht. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das sind ja schon mal ganz gute Aussichten. In der nächsten Runde gibt's DRS. Fahr rein zu mir. Vettel liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Noch 21 Runden. In Hinblick auf DRS nächste Runde will ich mir doch schon etwas ansparen. Aber krass, ich glaube, die KI ist einfach nicht so auf der Höhe wie vielleicht in anderen Rennen. Oder so gut bin ich doch hier nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil wir sind immer noch so nah an denen dran. Vettel muss sogar abreißen lassen und im Rückspiegel gibt es irgendwelche komischen schwarzen Flecken. Fahr rein zu mir. Oh. Kommen wir sogar auf die da vorne auf, was ist denn hier los? Aber freut mich, dann können wir eben vielleicht DRS nutzen. Hamilton ist vor dir. Wie das klingt. Carlos Sainz bekommt die Ansage, vor dir liegt Lewis Hamilton, der Weltmeister, also jetzt in echt, überhol ihn. Klar, so trocken ist es natürlich. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann macht man das. Dennoch starker Tobak. Da war der Randstein, der hat mir einen mitgegeben, da darf ich nicht anbremsen. Der DRS-Messpunkt ist erst nach Las Suas. Wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Da könnten wir uns vielleicht reinretten, aber ich meine, sind wir zu weit weg für. Wir haben gerade Vorsprung auf Massa. Heißt 20 Runden, 5 Runden, 10 Kilo. Und der Sicherheitsabstand auf Massa ist ja schön. Kein DS, schade. Fahr rein zu mir. Massa liegt hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Das schaut alles mal wieder sehr gut aus, anfangs. Und da vorne gibt es wieder zwei Kämpfer und da gibt's Kies. Die sind so nah beieinander. Wir sind immer noch ja fast im DS-Fenster. Klar. Hä? Der ist die ganze Zeit schon vorne. Jetzt wissen wir mal, was für ein Quatsch der erzählt. Jeff, der macht das Rennen spannender, als es ist. Also Rosberg wieder schon die ganze Zeit. Masse bekommt aber auch von hinten zu tun. Wahrscheinlich eben Vettel. Oh Mann, Wetter, halte durch, ich halte auch durch, versprochen. Schwerer Wagen, deswegen aktuell dritter Gang, habe ich angesprochen, diese 3,5-Gang-Kurve. Das werde ich einfach spontan, je nachdem, wie sich der Wagen so anfühlt, entscheiden. Fahr rein zu mir. Oh. Uiuiui. Halbzeit gekostet. Auch wenn es eine Verwarnung gab, war ja zu Recht. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Wenn ich einfach mal wirklich konstant fahre, dann kommen wir auch ins DS-Fenster. Ich könnte auch wieder Sprit raushauen, aber vielleicht brauchen wir den noch. Also aktuell will ich den nicht raushauen, weil sich der Wagen auch ganz gut anfühlt. Ja, die fahren hier ausgangs ziemlich schnell. Aus Las Suas. Fahr rein zu mir. Massa liegt hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 19 Runden. Wir schauen gleich mal nach den Reifen, nach dem Boxenstopp-Fenster. Also wir fragen Jeff wieder viel, weil es auch wirklich viel zu wissen gibt. Hier holen wir richtig auf, in dieser Kurve. Das merken wir jetzt im Rennen deutlich. Boxenstopp-Fenster. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Runde 6 schon. Noch 19 Runden. Oh ja. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall rein.
Die Reifen sehen schon ziemlich übel aus, aber ich finde, wir fahren immer schneller. Dürfen wir uns aber nicht von täuschen lassen, wenn die Reifen dann kaputt gehen. Dann ist das Rennen fast schon aus. Da kommt noch niemand an die Box. Schön, die drei da so zu sehen. Oh, oh, oh. Runde 6 reinkommen? Ich komme diese Runde rein. Ist mir zu heikel da mit den Reifen, mit den Vorderreifen. Die sind ja schon gut orange. Und ich glaube, jetzt spüre ich schon. Boxenstopp. Alles klar. Options aufziehen. Bestätigt. Bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Options auf. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Boxenfunk, dass ich das so gesagt habe und werde jetzt nicht noch im Schnellmenü rumehren. Oder kommt schon das Heck gleich drum? War ich vielleicht auch etwas zu stark auf der Bremse? Oh, 4 Sekunden. Und die da vorne waren mal kurz neben der Strecke. Da hat es auf jeden Fall gestaubt. Ist immer noch da vorne. Jetzt wissen wir, wie der lügt, ey, der Jeff. Der macht das Rennen künstlich spannend. Ja, die Reifen sind am Ende. Ich merk's. Ich muss rein. Verstappen werden wir hoffentlich nicht behindern, weil wir, glaube ich, zu einem großen Abstand haben. Ja, Reifen sind tot. Jetzt verliere ich richtig Zeit. Vielleicht fahre ich dann zweimal mit den Primes. Mal schauen. Jetzt komme ich aber nicht mehr wirklich gut um die Kurven. Ah, jetzt merke ich es. Uiuiui. Also 5 Runden sind wir gefahren. Dann können wir bis Runde 10 wieder fahren. Haha, ich bin vom Gas gegangen. Und Massa holt jetzt auf, richtig deutlich. Bin ich vielleicht zu hart mit umgegangen? Schneller als wir eigentlich hätten fahren können mit dem Toro Rosso. Und dann hätten wir noch 12 Runden. Uiuiui. Ja, ich riskiere jetzt hier nichts. Dann verliere ich zwar wieder etwas, aber ich will jetzt den Wagen hier nicht verlieren. Der hat sich gerade richtig schrecklich angefühlt in der letzten Runde. Wir sind der Erste an der Box. Ein Undercut. Ich glaube, ich schau mal. Bis Runde 10. Wir hatten natürlich die angefahrenen Reifen aus dem Qualifying bis Runde 10. Runde 11 und dann auf jeden Fall Primes. Jetzt müssen wir warten. Nein. Die letzte Runde war zu doof, deswegen kam der Lotus zu nah ran. Mann. Reifen sind noch kalt. Und von hinten gibt es Besuch. Und wir haben keinen DRS. Reifen sind kalt, man merkt's. Oh, der ist nah dran. Quer, der würde uns jetzt doch schon behindern. Aber er schafft's nicht. So, Reifen müssen jetzt Temperatur haben. Vielleicht noch die Hinterreifen. Jetzt sind wir da vielleicht durch. Na, vielleicht kommt jetzt auch rein. Also ein Lotus kam ja schon direkt im Anschluss. Müsste ja Grosjean gewesen sein. Hab gar nicht drauf geachtet. Aber, tja, dann werden die anderen auch nicht länger fahren. Button aktuell auf 8. Ich hoffe, die kommen jetzt fast alle rein. Denn klar, überholen ist hier einfacher aufs... Das beträgt noch etwa 75% des Startbenzins. Doch 75%. Man kann hier ein Spa einfach überholen. Wir setzen uns jetzt auch deutlich vom Quert ab. Die werden vielleicht auch gerade zu lange fahren mit den weicheren Reifen. Schaut mal, wie wir in den Kurven näher kommen. Ich muss auf die Bremse gehen. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Oioioi, was schleicht hier rum? Klar, ihr habt alte Reifen. Das kenne ich aus meiner letzten Runde. Aber schaut mal, wir können hier fast außen überholen. Ja toll, jetzt haben wir keinen Schwung und einen schlechteren Motor. Hoffentlich fahren die jetzt rein. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Ich lasse mal Abstand. Uiuiui, wie wir angepfiffen kommen. Für den Fall der Fälle schnappe ich mir mal einen Sauber. Fährt da jemand rein? Der Sauber. Oh, wenn der jetzt reingefahren wäre, der vor uns, Ericsson, das hätte richtig Probleme gegeben. Der Wagen hinter dir hat gerade Options aufziehen lassen. Ich will DRS haben, jetzt habe ich ihn angedotzt. Na, die kommen ja auch ziemlich bescheiden raus.
Na, weil Rosberg drin ist, oder wie? Ach du Scheiße. Oh, jetzt gehen die natürlich hier wieder vom Gas. Stimmt, da war ja was. Verstappen, habe ich schon angesprochen. Jetzt haben wir auf jeden Fall der ist, aber ich glaube Ericsson eben auch. Aber wir haben einen besseren Windschatten. Mann, jetzt hält uns das richtig auf. Ausgebremst. Schön. Button sollte eigentlich ein leichtes sein, aber er konnte sich bisher vor Ericsson halten. Das heißt schon was. Bestenfalls noch vor den schnellen Kurven ihn bekommen. Uiuiuiuiui. Ne, hier bekomme ich ihn leider nicht. Das ist zu spät. Oh, wie ich auf die Bremse steigen muss. Jetzt vielleicht. Jawohl, er ist, glaube ich, auch vom Gas gegangen. Keine Ahnung warum. Jetzt haben wir freie Fahrt. Jetzt müssen wir nach vorne. Wir haben jetzt viel zu viel Zeit verloren. Vielleicht hat es jetzt Massa und Vettel oder wer auch immer da noch ist, es nach vorne geschafft. Und Reifen hat es von uns auch wieder gekostet. Noch nichts zu sehen. Das geht dann recht schnell hier ins Spa. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Das ist schön. Da ist doch wieder jemand an der Box. Da kommen wieder welche raus. Das müssten die Führenden sein. Obwohl, Räikkönen. Na, Räikkönen war ja auch vor uns. Stimmt, Vettel war ja der letztere Ferrari. Das bringt uns auf P4. Du bist auf P4 vorgefahren. Also unseren Platz haben wir wieder und Räikkönen hat einen Platz verloren. Er war ja im Mercedes-Sandwich. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. Das flattert so komisch in Orange. Habt ihr das gehört? Neben Jeffs Geplapper. 3 mal 5, 15 Runden. Ja, werde ich auch gleich wieder machen, weil ich nicht wirklich den Druck habe von hinten. Aktuell ist Bottas in Downs, obwohl. So, jetzt wieder fangen. Rhythmus auch finden, denn das konnte ich in den letzten Runden nicht. Musste mich mir jetzt zu sehr mit den Leuten da beschäftigen. Fahr rein zu mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Es sind jetzt noch 15 Runden. Klingt alles ganz gut. Ich frage gleich mal nach dem Boxenstopp-Fenster. Aber nicht in der Kurve, ich will den Wagen hören. Ich will nicht, dass Jeff da mir da reinplappert. Ja, dritte Gang ist mittlerweile fast schon zu wenig. Zu weit nach außen, muss vom Gas gehen. Boxenstopp-Fenster. Runde 10 also. Ich nehme an, einmal frische Options hatten wir zum Start. Jetzt haben wir wieder welche und hätten wir gar keine frischen mehr. Oh oh, und der ist dran. Jetzt gut hier durch und rauskommen. Ich sagte gut. Na komm, schnapp uns noch vor Messpunkt. Ja! Wir bekommen DRS, nehme ich jetzt mal stark an. So, jetzt gehen die wieder vom Gas. Da bin ich auch mal kurz vom Gas gegangen. Jetzt haben wir DRS, oder? Jawohl. Uiuiui. Hat er schnell zugemacht. Jetzt hat er aber zu weit in die Kurve genommen. Jeder Platz ist mir hier wichtig. Das hier ist unsere Kurve. Nehme ich aber jetzt zu weit außen an, das kostet wieder extra Reifen. Auch der Ausgang war nicht schön. Na, erstmal ist Bottas vorbei. Vielleicht können wir nochmal zurückschlagen. Oh, der Windschatten wieder hier greift. Jetzt sieht man richtig, wie viel Zeit das kostet, weil wir jetzt richtig viel Weg zurückgelegt haben. Massa hinter uns. Vettel ist ganz schön weit weg. Noch 20 im Rennen. Die Reifen werden jetzt bestimmt schon gelb sein.
Ja, die Vorderreifen wieder. Also Runde 10 heißt reinkommen. Aber was dann? Die angefallenen Options, das wird ja hinkommen mit den Primes, nehme ich mal an. Weil wir haben da noch 12 Runden. 12 Runden, sagen wir mal 6 mit den weicheren und 6 mit den Primes. Werde ich, glaube ich, machen. Also nächster Boxenstopp, wieder Options. Mann. Entschuldigung, da hat sich irgendein Fussel im Hals verfangen. Und dann eben kurz nochmal die härteren Pneus aufziehen. Auf dem Monitor können wir sehen, dass du deine Hinterräder blockierst. Probier die Bremsbalance nach vorne zu regeln. Ja, Bottas ist erstmal weg und Massa ist gar nicht so weit weg. Fahr hinter mir. Massa hinter dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 13 Runden. Wetter bricht. Na, bin ich zu spät in den dritten Gang. Ich will jetzt auf jeden Fall versuchen, den Wagen ruhig zu halten. Ruhig und sauber. Aber wir sollen jetzt reinkommen, ne? Machen wir Runde 10. Oh Gott, kostet Zeit. Wir fahren jetzt gleich noch 12 Runden, wenn wir über Startziel sind. Ja, in der letzten Stint war das zu viel. Ja, ich kann. Ich fahre jetzt rein, dann fahren wir 6 Runden oder vielleicht 5 auf den weicheren. Boxenstopp. Moment. Das wollte ich jetzt nochmal vorher gesagt haben, deswegen... Ah, da fällt auch ein. Deswegen gerade mein kleines Abweichen da. Hab mich wieder auf das Schnellmenü konzentriert. Ich wollte das jetzt eigentlich über den Funk sagen, aber Jeff hat zu spät reagiert. Ich wollte es einfach nochmal zur Bestätigung haben, die Options. Diesmal fahre ich nicht zu lange mit den weicheren Reifen. Deswegen bin ich jetzt auch reingekommen. Hat sich wieder zu gut angefühlt, aber die Runde ist ja ziemlich lang und deswegen kann man da gut und gerne Zeit liegen lassen. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. Und mit einem Boxenstopp mehr sind wir aktuell 9. Das liest sich doch hervorragend und hinter uns ist niemand, also können wir uns auf Nasser konzentrieren. Und der wird ordentlich verlieren, weil er eben die älteren Reifen hat. Wir haben ja schon gesehen beim letzten Boxenstopp, was da eben möglich war. Bottas wird wohl weg sein. Also sind wir aktuell 5. Massa hinter uns. Das wird noch ein schwieriger Kandidat. Und was macht Vettel? Warum meldet sich der dritte Gang da zu Wort? Nasser holt aber noch auf Bottas. Reifen noch zu kalt? Wäre schlimm, wenn die jetzt schon gelb wären. Boxenstopp-Fenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Ich fahr jetzt so lange auf den Options, bis die eben orange sind an dieser Stelle und dann komme ich wieder rein. So werde ich das halten. Dann haben wir die Options soweit ausgefahren, wie es ging und so wenig Zeit wie möglich auf den Primes verbracht und wir haben von den härteren Reifen ja noch 2 frische Reifensätze. So, Nasser, du kommst jetzt rein. Husch, husch, ins Körbchen mit dir. Ich halte mal etwas Abstand. Na gut, etwas Abstand ist gut, er war jetzt verdammt langsam. Er kommt aber nicht rein, schade, jetzt habe ich hier eine schlechte Position auf die erste DS gerade. Also ich meine damit eigentlich nach La Source. Na, vielleicht wird es nur noch was. Er hat keinen DS, wir werden es bekommen. Und ich schalte mal auf Fett um, ansonsten schaffen wir den nicht. Klar, da wird er nur ruhig wieder etwas Zeit verlieren, weil das der KI hier so einfach macht. Aber dranbleiben. Ja, wir kommen ja deutlich näher. Oh Gott, wie viel Zeit die KI hier liegen lässt, ist ja doch traurig.
Dann schalte ich mal wieder um. Benzin will ich jetzt nicht unbedingt loswerden. Falls ich wirklich nochmal in eine Situation komme, wo ich mich verteidigen muss, dann will ich auf jeden Fall Reserven haben. Sieht soweit alles gut aus. Fahr rein zu mir. Bottas konnte sich jetzt minimal absetzen, die anderen fahren also zwei Runden länger. Ein Boxenstopp werden die hier auf dieser kurzen Renndistanz nicht einsparen. Was die Benzinlast angeht, haben wir laut unserer Daten etwa die Hälfte des Startbenzins übrig. 50% Benzin. Oder fährt die KI jetzt durch? Scheiße, wäre das schlimm. Obwohl, die hinter uns kommen noch alle rein, also wären wir aktuell 8, aber dennoch. Wenn die jetzt mit den Primes durchfahren, ich vertraue einfach mal unserer Strategie. Ich weiß nicht, wie lange die Primes die letztendlich wirklich halten. Und die waren schon nach 10 Runden arg gelb und wir waren da nicht wirklich am Limit. Also würde ich doch sagen, sind wir aktuell auf dem richtigen Dampfer. Fahr rein zu mir. Nur noch 19 im Rennen und da ist jemand an der Boxenausfahrt. Und es ist Vettel. Der hat die weicheren Reifen, also der kommt nochmal rein. Außer er hat sich zwischendurch schon mal andere Reifen geschnappt. Ich bin jetzt hier nicht vom Gas gegangen, nur damit ich DS bekomme. Nee, wäre Quatsch gewesen, der hat jetzt noch kalte Reifen. Deswegen Orange noch langsamer als sowieso schon. Klar, DS. Uiuiui, Vettel jetzt unser Gegner. Na dann, wieder das maximal Mögliche für uns auspacken. Ja, Runde 15 werden wir reinkommen. Dann fahren die einfach kürzer auf den Primes. Oder Vettel hat die eben schon. Vielleicht ist Vettel zwischendurch die Primes gefahren. Oder er war ständig hinter Bottas und Massa, sodass wir ihn einfach nicht gesehen haben. Jetzt verliert er auf jeden Fall etwas an Strecke, weil die Reifen noch nicht die richtige Temperatur haben. Das war ein Gang zu viel. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Na, vielleicht sogar schon am Ende der nächsten Runde, Runde 14 reinkommen, weil die Reifen sind ja schon gelb, die werden jetzt noch schlimmer werden. Und Vettel ist verdammt nah. Na, ob das stimmt. Oh, das war eine schöne Durchfahrt der Bus-Stop-Schikane. Vettel klebt aber hinter uns und saugt sich jetzt schon mal mit der S ran. Da kommen wieder welche aus der Box. Welche Reifen haben die drauf? Das sind Männerfahrer, oder? Hier vor Rouge hatten wir doch letztes Jahr unsere erste Überrundung. Oh Gott, ist der nah. Der Herr Hintermann. Der sich schon den Vettel. DS bekommen wir nicht, oder? Uiuiui, wo machst du Platz? Du bist ja arg langsam. Boah, war mir jetzt nicht klar, wo der rüberfährt oder wo eben nicht. Hat's Vettel geschafft? Ja, oh Gott. Er ist weiter an uns dran in den Kurven, wenn wir keinen Fehler bauen. Schafft er es nicht. Obwohl er den schnelleren Wagen hat. Ich glaube, ich komme diese Runde rein. Dann sind wir erstmal Vettel los. Verlieren vielleicht im Zweikampf mit ihm nicht so viel Zeit. Und nochmal reinkommen muss er vielleicht eben auch nochmal. Außer er fährt jetzt wirklich durch. Kann aber schon wirklich sehr eng werden. Weil der fährt ja schon eine Runde mit den Reifen. Und dann, na gut, die haben es auch mit dem ersten Reifensatz länger ausgehalten als wir. Und mit dem zweiten auch. Nein, ich bin auf der Strategie, ich kann da nicht mehr runter, von daher fahren wir das Beste heraus. Benzin-Update für dich. Es sind noch 40% des Startbenzins übrig. 40%. Ja, ich komme rein. Oh.
Jetzt habe ich zu sehr in den Rückspiegel geschaut. Da bin ich erstmal kurz in die Wiese gefahren. Ich komme jetzt rein. Deswegen orientiere ich mich schon mal nach rechts. Nicht, dass der uns irgendwie rechts überholen will. So, jetzt sind es gleich noch 8 Runden auf den Reifen. Das sollten wir schaffen mit frischen Primes. Das schaffen wir doch. Und dann ist die Frage, wie oft kommt die KI nochmal rein oder wer kommt genau rein? Der dürfte uns nicht behindern, der Red Bull, wenn wir jetzt wieder rausfahren, denn der ist jetzt schon vorbei. Los, los, los. Also ein 8. Platz wäre wirklich sehr schön. Das wären saubere 4 Punkte. Also mal schauen. Jetzt geht's los, entscheidende Phase des Rennens. Wehe, das sind die Reifen aus dem Qualifying oder gar aus dem freien Training. Dann habt ihr ein Glück. Wenn der Fehler euch jetzt unterlaufen wäre, meine liebe Boxencrew, dann hätte es aber verdammt viele Sätze heiße Ohren gegeben nach dem Rennen. Treibstoff. Es sind noch 20 Kilo Benzin übrig. Wir haben noch 20 Kilogramm Benzin. Wir liegen also 10. Etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. 10 Runden. Wir haben für den Fall der Fälle was zum Verheizen, zum Angreifen oder Verteidigen. Ich würde mir wünschen zum Angreifen. Das ist Ricardo vor mir. Sieht fast schon so aus, der Lackierung zu urteilen. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Noch 8 Runden. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Okay, dann bleibt es auf jeden Fall ein trockenes Rennen. Finde ich super. Mein Wunsch wurde also erhört. Wir kommen den Ricardo näher, weil die Reifen zu alt sind. Wenn er durchfährt, wird er das nicht schaffen. Die sind zu schneller und das jetzt schon. Fahr rein zu mir. Verstappen. Max liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 7 Sekunden. Noch 8 Runden. Auf ihn habe ich heute noch gar nicht geschaut, wann er also an der Box war. Und generell haben wir ihn ja einfach nicht gesehen. Da bin ich jetzt etwas verhalten rangegangen. Da fährt schon Button rein. Ein Punkt mehr. Falsche Taste. Einfach falsche Taste. Habe ich mich verdrückt. Verstappen fährt jetzt rein. Okay. Hat den Boxenstopp Rückstand? Nein. Zustand des Autos. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Du solltest noch eine Weile guten Grip haben. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter bremsen in den nächsten paar Kurven. Es ist auf jeden Fall eindeutig, die KI fährt durch dieses kurze vom Gas gehen auf der Geraden einfach zu langsam. Weil der Schwung einfach fehlt. Die haben durch ihr kleines vom Gas gehen viel zu wenig Schwung auf der Geraden. Wie viel das ausmacht, haben wir gerade gesehen an Danny Ricciardo. Da vorne ist jemand Langsames, der hat doch keinen Flügel mehr, oder? Das ist ein Williams, das war ein Weißer. Hier muss ich mal etwas weiter runtergehen. Auf der Geraden schalte ich wieder Benzingemisch hoch. Also 2 Wagen noch bekommen, dann werden wir 6. 7,5 Runden. Wir fahren gleich noch 6 Runden, haben wir also 1,5 Runden Sprit über. So, kommt ihr Schnuckelchen jetzt in die Box? Nö. Die fahren das vielleicht durch. Wird immer enger mit einem Boxenstopp. Dann müssen wir die uns auf der Strecke schnappen. Hier bin ich gerade viel zu verhalten durch. DRS könnten wir bekommen. Das wird sehr eng. Auf jeden Fall gewinnen wir auf der Geraden. Und dann muss ich einfach für die nächste Runde nah genug dranbleiben. Ich glaube, die fahren jetzt durch. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Kein DRS bekommen.
jetzt dranbleiben für die entscheidenden Punkte zum Überholen. Wir müssen uns ja vielleicht noch an den Williams ranmachen. An den Ricardo auf jeden Fall, der muss fällig sein. Noch keine Verfärbung, das finde ich sehr beruhigend, aber das geht hier dann sehr schnell. Jetzt hat man gesehen, wie uns das Zeit gekostet hat. Wir waren minimal auf dem Randstein, nicht mehr innerhalb der Streckenbegrenzung und wir haben Zeit verloren auf den Ricardo. So, nein. Wollte schon sagen, komm her. Boah, jetzt Windschatten aber in den Kurven. Ah, wir sind schnell genug. Ah, hab ich ihn neben der Strecke geholt. Lass mich da vorbei. Das war Mist. Oh, hat er einen Schaden oder ist jetzt einfach blöd durch die Kurve gefahren? Ich wollte es da irgendwie versuchen, mich durchzuquetschen. Das war aber nichts, Stevens. Bottas liegt aber vor uns und die kommen nicht mal in die Box. Komm schon, Mann, leg einen Zahn zu. Ich weiß, dass du schneller fahren kannst. Zeig es uns. Da hat Jeff allerdings recht. Ich werde die Bremsbalance wieder umstellen. Jetzt der aber da verdammt nah dran. Er hat auch noch DRS. Aber er hat eine blöde Kurve, die er nicht voll nimmt. Die nimmt er nicht für voll. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. 5 Runden und die fahren wir jetzt auch noch. 5 Runden. Also Reserven haben wir jetzt nicht mehr wirklich. Platz 7 bedeutet 6 Punkte. Nur mal so am Rande, als kleine Aussicht. Na, Danny Ricciardo bleibt jetzt dran. Ein Fehler und er ist wieder vorbei und dann sind wir vielleicht bloß Achter. Was heißt bloß Achter, wäre auch super. Habe ja gesagt, im Rennen geht es eher tendenziell nach hinten. Aber auf jeden Fall die Vermutung, heute nach vorne, die Wahrscheinlichkeit war ja sehr gering. Jetzt werden die Reifen schon leicht Farbe haben, oder? Wenn sie jetzt schon mehr Farbe haben als gedacht. Ich fahre gerade auch ziemlich doof. Noch gar keine. Okay, das ist beruhigend. Fahrer vor mir. Oh, der ist die Box, oder? Nee, der ist weitergefahren. Da sah aus, habe ich die Kurve nicht bekommen, dass er in die Box gefahren ist, dem war aber nicht so. Bottas macht pro Runde etwa 3 Zehntel Boden auf dich gut. Du hast einen Vorsprung. Ja, ihn bekommen wir, glaube ich, nicht mehr. Wichtig ist mir aber gerade eher vor Danny Ricciardo zu bleiben. Ich glaube, ich muss im Mittelsektor Sprit sparen, weil ich brauche es hier auf der Geraden. Bottas gebe ich jetzt mal so ein klein wenig auf. Für den Fall der Fälle sind wir auf jeden Fall noch bereit. Aber Danny Ricciardo ist gerade das größere Problem. Die fahren in Boxstopp weniger, teilweise. Verstappen nicht. Wir fahren mit relativ wenig Flügel, deswegen gehen die Reifen. Oh. Na, Flügel ab, vielleicht sogar 2 Fahrzeuge. Oh, 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 oh. Räikkönen, du Blödmann. Ich hab's schon kommen sehen. Was soll man da groß machen? Die waren beide links und rechts war frei. Und muss ich irgendwie rechts rüberziehen, ne? Eieiei, Daniel Ricciardo liegt aber wieder hinter uns. Es ist immer so eine Sache, wenn die KI einen Schaden hat und dann durch Kurven fährt, dann ist die Hölle los. Dann weiß man nicht, was man machen soll, denn die KI weiß es selbst nicht. Ah, zum Glück ist die Nase ganz geblieben. Das war jetzt meine größte Sorge. So, hier schalte ich auf Standard und dann wieder. Und dann schalte ich wieder um. Auf der Geraden auf Fett. Ja,
Die Bremsbalance ausgewogen, das fährt sich jetzt besser. Reifen kommen so langsam. Räikkönen war so lange so gut unterwegs und dann kommt sowas dazwischen. Jetzt kommen wir schlechter aus den Kurven heraus. Oh, Rouge ist meine. Im Windschatten geht er vielleicht nochmal mehr vom Gas und jetzt heißt vorne bleiben. Aber wir haben ja schon gegen Kvyat gesehen, das ist gegen den Red Bull möglich. Im freien Training, das war eine sehr wichtige Erfahrung. Ich weiß schon, warum das freie Training so wichtig ist, das merkt man an verschiedensten Stellen. Drei Runden sind es noch, mit den Reifen könnte es knapp werden mit den Vorderreifen. Oh, das war zu viel. Das wird noch ein Kampf, Leute. Aktuell sind es 8 Punkte. Na, es geht vielleicht gerade so aus mit den Vorderreifen. Jetzt darf ich sie aber nicht mehr zu hart rannehmen. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. 9 Sekunden Abstand zwischen euch. Du verlierst pro Runde 4 Sekunden. Gib etwas mehr Gas. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. Der fährt also ein Tempo mit uns. So, Daniel Ricciardo wird es hier wieder probieren. Rosberg führt. Aber hier darf ich mir einfach gar keine Blöße geben. Und ich muss eben auf die Reifen achten. Ja, Jeff, sei lieber ruhig und nerv mich nicht mit Bottas, der ist sowieso Geschichte. Oh, da ist jemand rausgekommen. Aber es ist nicht. Aber es ist niemand Relevantes. Bottas liegt immer noch vor uns. Der könnte uns eher schaden, der da vorne. Obwohl, der jetzt frische Reifen. Fragt sich eben, wer das ist. Perez, der da mit Räikkönen war. Das sieht nach Perez aus. Pass bloß auf, was du machst. Kalte Reifen. Hoffentlich wenigstens die Options für ihn. Ansonsten wäre es schon schön blöd, hier mit den Primes nochmal rauszufahren. Wie langsam der ist. Der hat die Primes, oder? Was macht der jetzt? Was macht der? Das ist eine Runde rück. Mann, wo machst du Platz am Kurvenausgang? Bist du beschränkt? Ja, die KI lässt mittlerweile sich überrunden. Aber sie weiß oftmals nicht, was sie tut. Boah. Was für ein Nervenkitzel. So, wieder fangen. Gleich kommt die letzte Runde. Da darf nichts mehr schief gehen. 7. Platz wäre auch super, aber jetzt will ich den 6. behalten. So wie sich vielleicht Perez in Russland gefühlt hat. Ist das hier eben? Was? Ich wollte auch Benzin. 2,5 Runden haben wir ordentlich gespart jetzt. Ah, das können wir alles gebrauchen. Stimmt, Perez war eine Runde zurück, aber hätte auch nicht gedacht, dass die KI solche Probleme beim Überrunden macht. Letzte Runde und 6. Jetzt nicht mehr verbremsen. War da gerade jemand in der Box? Sieht gerade gut aus. Die Reifen sind am Limit. Eine Runde mehr wäre nicht drin gewesen. Selbst die Runde wird jetzt schon ziemlich schwierig, weil wir sind gerade mal am Ende des ersten Sektors und die kurvenreichen Abschnitte, die kommen ja noch. Deswegen achte ich mal mit magerem Benzingemisch, dass hier alles klar geht. Ich kann langsam durch die Kurven fahren, nicht übervorsichtig, aber eben nicht so, dass wir den Wagen mal verlieren, im Dreck landen und dann den Ricciardo vorbeizieht, weil den bekommen wir nicht wieder. Angreifen kann ich mit den Reifen nicht mehr. Da verlieren wir nur noch mehr Zeit.
Und vielleicht lauert da nicht Perez hinter den Ricciardo, obwohl, nehme ich an. Ist immerhin Force India mit frischen Reifen. Aber hier soll nichts mehr schief gehen. Wetterbericht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Aha. Und die ist wetterabhängig, oder wie? Wolken kommen mehr, aber das gesamte Rennen blieb trocken. Das finde ich so toll. So, Reifen, die werden doch hoffentlich jetzt noch platzen. Das wäre richtig blöd. Aber sollte soweit klar gehen, sofern wir jetzt nicht einen kapitalen Verbremser haben und die Reifen eben stehen bleiben. Und dann noch die letzte Kurve ausgangsgut erwischen, da mussten wir schon mal aufpassen. Er hat uns den Wagen gerne mal verzogen am bisherigen Rennwochenende. Und ich fahre jetzt auf Standard. Aber, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, sowas haben wir lang nicht mehr gesehen, so schön. Punkte für uns, ein tolles Rennen, Spa war mal wieder ein guter Moment für ein besonderes Rennen, Mann, es war super, wir sind Sechste geworden. Eine großartige Fahrt vom amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton. An Tagen wie diesen ist er in seinem Mercedes einfach unschlagbar. Was für ein Wochenende. Ein wahrhaft unterhaltsames noch dazu. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und Lewis Hamilton hat gewonnen, weil Rosberg eine Strafe bekommen hat. Ich schätze einfach mal die Aktion mit Perez. Raikön 4 Stops. Tja, der war ja ordentlich involviert zum Schluss und wir beinahe auch. Mann, wie wichtig und froh ich bin, dass die Nase da ganz blieb. Wir sind einen Platz nach hinten gefallen, ist aber nicht schlimm. Sechster Platz, das sind geile 8 Punkte. Hamilton gewinnt vor Rosberg, Vettel, Massa, Bottas. Ich habe ja gesagt, wer vor uns sein wird? Mercedes, Ferrari, Williams und dann vielleicht eben Platz 7, Platz 8. Das wird dann unser Ziel sein. Und Kimi Räikkönen, der hatte ja Probleme. Der war ja lange Zeit unter den ersten dreien. Wir konnten ihn ja auch lange beobachten. Also Räikkönen 10 Plätze nach hinten und auch Verstappen hat einen Punkt geholt. Super, das freut uns, weil Teamwertung. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Schritt gemacht. Verstappen hatte vor 11, jetzt hat er 12 und wir haben 8 Punkte. Wir haben den Boxenstopp mehr als die anderen, obwohl Vettel hat 3, Massa 2, Bottas eine andere Strategie als sein Teamkollege und Verstappen gleiche Strategie wie wir, aber eben deutlich hinter uns. Was haben wir sonst noch? Maldonado hat keine Punkte geholt. Unser Rivale, er bleibt weiterhin bei seinen 15 Monaco-Punkten. Ericsson habe ich schon erwähnt, Button 13. Platz ist in Ordnung. Klar, er hat jetzt immer viele Punkte geholt, aber hier auf der Strecke hat das eben besonders schwierig. 2 Boxenstops, also ich glaube mal, er ist das beste Rennen gefahren, was er fahren konnte. Hülkenberg auf 14 ist für die Force India hier im Spiel generell enttäuschend, was die so abliefern, was sie einfach zu leisten imstande sind. Alonso nur 15. Wohl, 15. Mehr kann man eben kaum erwarten, Button ist ja auch bloß 13. 2 Stops eben Alonso, Maldonado bloß 16. Mary 17, 18 Stevens, dann Perez und ausgeschieden ist Daniel Kvyat. Der ist von Platz 17 aus ins Rennen und dann 20. Und Mary, die haben gewissermaßen getauscht. Tja, es hat wirklich verdammt lange gedauert, aber so wie bei Pro Evolution Soccer 2016 der Demo die Serie geendet hat, so endet auch diese Serie in der zweiten Saison, bisher ohne Punkte und das Gute daran, hier ist noch nicht Schluss. Im Gegensatz zur Fußballsimulation, wir fahren natürlich weiter. Wir schauen nochmal nach, was denn so los war. Experte, habe ich jetzt im Rennen auch nicht anders erwartet und Rosberg Runde 19 Kollision mit Perez, ja, habe ich mir schon gedacht. Und bis Runde 17, da war eigentlich soweit alles in Ordnung, Runde 17. Das war, als ich den Ricciardo überholen wollte, es gemacht habe, ihn wieder vorbeigelassen habe, aber er eben dann so langsam war und ich wieder vorbei bin. Carlos Sainz Streckenbegrenzung überschritten in Runde 3. Stevens Runde 2 mit Mary eine Kollision, super. Maldonado Perez Kollision, da ging's schon los mit Perez. Rosberg eben die Strafe. Perez Kollision mit Rosberg, Perez Räikkönen. Dann wir mit Räikkönen, ja. Wir wissen, wie das mit der KI abläuft. Ich kann es sehr gut verstehen, dass wenn in einer Runde was los ist und ein langsames Fahrzeug unterwegs ist, dass dann eben besonders viele Vorfälle aufkommen.
Perez hat weiter mit Stevens gemacht und Perez mit Stevens und Perez mit Rosberg wieder. Mann, jetzt geht gerade die Musik so in den Keller. Und das war's dann auch schon. Na gut. Na endlich lohnt es sich doch für uns mal hier drauf zu schauen. Erst einmal da ganz vorne Rosberg, der eine sehr knappe WM-Führung hat. Und die Ferraris haben gewissermaßen einen Sicherheitsabstand. Da wird sich wohl nichts mehr tun, sage ich jetzt einfach mal so forsch heraus. Vor allen Dingen eben bei Vettel. Und Massa ist an Danny Ricciardo vorbei. Da Grosjean, Nasser hat doch gepunktet, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Button hat keine Punkte geholt, genauso wie Maldonado. Verstappen hat einen Punkt geholt und, oh, da sind wir schon direkt hinter Verstappen. Der größte Sprung überhaupt von 18 auf 13, von 0 auf 8 Punkte. Ist das schön. Vor Hülkenberg, vor auch Kvyat und Alonso auf Platz 16. Gut, dann schauen wir nochmal bei den Konstrukteuren vorbei. Da können wir endlich mal was zu beitragen. Und fast sind wir an McLaren Honda vorbei. 3 Punkte trennen uns wie Rosberg und Hamilton in der Fahrerwertung. Mercedes sollte das im Sack haben. Auch Ferrari, auch Williams, Red Bull, die auch. Er könnte eben sauber. Obwohl, Red Bull. Na, ich denke mal schon. Ist auf jeden Fall noch was möglich. Auf jeden Fall Lotus, Sauber, McLaren und eben wir. Toro Rosso sehr eng beieinander. Force India kann es an sich auch noch reißen, aber die haben bisher nicht wirklich glänzen können. Aber die Saison bietet noch einige schöne Rennen, auf die ich mich eben auch freue und wo wir eben hoffentlich auch noch weitere Punkte sammeln werden. Kleine Richtigstellung oder eben Bemerkung meinerseits. Ab und zu gab es ja mal eine Info hier. Da hat jemand wieder die Führung übernommen und wir haben gesehen, das war Rosberg, der mal kurzzeitig überholt wurde. Und jetzt sehen wir Perez. Ja, was war denn da los? Ein Reifenplatzer. Nach Orange, das hat ja Ausmaße von Vettel. Und dann kommen eben mal wieder Kurven, das kennen wir ja alles schon. Und dann am Ende der Geraden bleibt er fast stehen. Schön. Fein. Die KI mal wieder. Aber ich habe es ja angesprochen, wenn man eben auf den falschen Reifen beim Wetter unterwegs ist. Und da kommt Rosberg an, da gab es eine kleine Kollision, das war's schon. Das war die 5-Sekunden-Strafe. Worauf ich aber zurückkommen wollte, wenn man eben mit einem Schaden oder eben mit falschen Reifen unterwegs ist, dann ist so eine Runde ziemlich lang, weil sie ist ziemlich lang. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in die Außenperspektive, denn so langsam müssten ja welche kommen. Denn hier vorne, nächste Kurve, da sind wir. Ja, genau. Die haben sich da abgeräumt. Also Räikkönen auf Perez, dann fahren sie fast synchron hier rum. Tja, dann kommt nämlich die Kurve, als wir doch da irgendwas hatten. Mit den beiden, ne? Jetzt bleiben die hier stehen. Schön, wie das Auto da wegdreht auf der Wiese. Der bleibt halb auf der Strecke stehen, aber er macht es besser als wir in Ungarn. Da hätten wir auch stehen bleiben müssen. Und dann geht's langsam wieder los. Dann will er Räikkönen vorbeilassen. Dann kommen wir an und bums. Und den Ricciardo wird er auch noch eingekesselt. Also so sehen wir das mal wieder, was die KI da so treibt, wenn sie eben einen Schaden hat. Besonders eben bei Reifenplatzern. So, also die ersten Punkte sind uns in die Tasche geflogen. Wobei, was heißt in die Tasche geflogen? Wir haben sie uns erfahren. Das war ein tolles Rennen. Spa mal wieder. Ein besonderer Moment auf dieser besonderen Strecke. Na, hoffentlich geht das auch in Monza so weiter. Ich peile da auf jeden Fall die Punkte an. Aber wir schauen einfach mal. Erstes Freitraining natürlich. Und dann das Qualifying, wie es da laufen wird. Wir haben ja auch ein Ziel. Den Rivalen, Pastor Maldonado. Also, viel zu tun. Zweite Saisonhälfte. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Unser Team, ihr und eben auch ich, wir mussten lange warten, bis wir hier Punkte sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.